Look at me go, look at me flex, that's not a plane, more like a jet. I heard the song, we ain't impressed, then she heard me, now she undressed. To make it all worse, I gotta check, you want a verse, double the check. I wanted this, then I got this, when I want that, I'ma get that. This how I look when you threaten and kill it, I gave a warning, they didn't listen. I'm at the ceiling, that's independent, she in the feelings and that's when they finish. Einen wunderschönen guten Tag zusammen, heute wird es sehr heiß. Es geht heute um den Porsche 992 Turbo S, Basis 650 PS, der bekommt heute von uns ein brutales Kit mit Ladeluftkühler, Turbolader, Abgasanlage, Downpipes, Software, Rennfilter. Ziel sind 900 XX PS, also wir wollen über 900 PS und ob wir das erreichen, das seht ihr heute in diesem Video. Also fangen wir direkt mal an. So, und bevor es losgeht, machen wir noch schnell einen Soundcheck. Kommt mal mit. Serienzustand, einfach mal so jetzt checken, Dezibel im Stand. Klappen sind auf. Dezibel im Stand. Jetzt machen wir das Ganze geil mit ein bisschen Gasstößen. Der Paul wird jetzt ein bisschen Gasstöße geben. Komm, Paul, setz dich mal rein. Dezibel im Stand bei Gasstößen. Mal schauen, was rauskommt, wenn der Auspuff und alles gemacht ist. Also, jetzt fangen wir mal an, gell? This how I go, you hot. Funny how now when I drop it, none of the numbers gon' drop. She be on me and it's true, but I'm gonna finish from top. You get what you want when you pop it, you do what you want when you hot. Also, wie ihr seht, Auto ist aufgebockt. Der Meister Schraubenschlauch macht alles weg und wir machen in der Zwischenzeit Unboxing. Wir haben jetzt hier drei Pakete erstmal. Das erste Paket von Wagner Tuning. Das machen wir jetzt auf. Schauen, was da drin ist. Ja, ah, schnell. Ah, ich muss hier aufpassen, weil ich habe Birkenstock. Nicht, dass ich mich noch mit dem Messer hier in meinen großen Zeh reinschneide. Ja, das ist die einzigste Verletzungsgefahr heute für mich. So. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Uah. Zack. So. Wir haben hier viel Verpackungsmaterial. Noch mehr Verpackungsmaterial. Ein paar Klemmen mit Schräubchen. So, schaut euch das an. Ladeluftkühler. Boah, was für ein Oschi, Alter. Gebt euch mal das. Gebt euch mal diesen Ladeluftkühler. Der Brummer kommt jetzt da rein. Für bessere Ansauglufttemperatur. Ich lasse das Ding jetzt mal gerade hier noch im Karton drin. So, wenn wir hier noch mal ich rüber. Lassen wir das mal alles drin. So, jetzt gucken wir mal, was im zweiten drin ist. Oh, das ist sehr leicht. Da wird was aus Carbon drin sein. Hoffe ich doch. Und was haben wir hier? Das habe ich mir schon gedacht. Lufteinlässe zum Ladeluftkühler. Natürlich auch alles aus Carbon. Schaut euch das an. Oh, geil. Das lasse ich auch gerade so. Das sind drei Teile. Das lassen wir auch hier. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo das Auto laut wird. Abgasanlage. Abgasanlage haben wir jetzt hier heute für das Auto von IPE. Ja? Extra bestellt Abgasanlage aus Titan, ja, das heißt, wir wiegen nachher mal die originale Abgasanlage und die Titan-Abgasanlage, was wir dann Gewicht sparen und natürlich 200 Zoll Rennkatz. Das schauen wir uns jetzt mal an. So. Und so, ich hebe jetzt erstmal die Abgasanlage hoch, ob das wirklich Titan ist. Also, es wiegt nicht wirklich viel. Können wir mal aufmachen. Dann schauen wir uns das gute Stück mal an. Hey, das Ding hebst du einfach so mit der Hand, das ist so geil. Ja, meine Freunde, Titan ist halt geil, wiegt nichts, ja. Und wie ihr seht, machen wir das auch mal weg, dass man das alles sieht. So, hier haben wir die
Klappen drin, wo nachher dann auch leiser machen mit dem wunderbaren großen Endtopf hier. Ja. Sehr schön gemacht, muss ich sagen. Also ihr seht, ich hebe das Ding so frei raus. Was wird das Ding haben? Vielleicht, naja, ich bin stark, vielleicht 7 Kilo. Ich weiß es nicht. Wiegt man nachher mal und dann wiegt man mal die Originale. 992 Turbo Titanium. So, und natürlich Downpipes mit 200 Zellen Rennkatz, damit es nicht so stinkt. Ja, weil ihr wisst, Abgase stinkt. Und wir wollen ja nicht, dass es stinkt, dass sich die Freundin nicht beschwert. Weil sonst riecht man ihr Parfüm nicht mehr, sondern dann riecht die Freundin nach Abgase. So, haben auch zwei von den schönen Dingern hier, wie ihr seht. Hier ist der gute 200 Zeller drin. Wunderschöne Verarbeitung. Schaut euch mal die Schweißnähte an. Also Grüße gehen raus an IPE. Ne? So, da haben wir natürlich zwei von den Dingern. Und ja, ich lese jetzt das Auto aus, schaue mir die Software an, bearbeite die Software und dann könnt ihr so lange zugucken, wie der Mechanik alles verbaut. Gell? Bis später. Ihr seht, beide Lader draußen. Wir verpacken die jetzt und dann geht's mit Express zu den Kollegen und dann schauen wir mal, was die draußen machen und dann machen wir die wieder neu. Wir bauen jetzt noch den Ladeluftkühler jetzt rein, die BMC Rennfilter machen wir rein und dann warten wir, bis die Lader zurückkommen. Die Lader sind jetzt eingepackt, werden zugemacht und die Jungs machen schöne Verdichterseite, schöne Abgasseite. So, die machen sie, sagen wir mal, bereit für bis zu 1000 PS, denke ich mal, aber so viel wollen wir gar nicht fahren, gell? 900 plus reicht uns. Kommen wir jetzt zum spannenden Teil der Geschichte. Die Software vom Porsche 992 Turbo S. Wir haben hier auch eine Bosch MG1 Steuerung drin. Zum Glück noch nicht versperrt. Ja, also die viele neue Fahrzeuge vom VAG-Konzern sind jetzt komplett gesperrt wieder und da kommt man nicht drauf. Wir haben hier noch das Glück, dass Porsche noch so freundlich ist und uns alles auflässt. Das heißt, das Auto hat jetzt sage und schreibe etwas über 100 Kilometer, ja, und ist alles noch auf und deswegen können wir da jetzt die Software bearbeiten. Ich zeige euch einfach nur ein paar Sachen, ein paar wichtige Sachen. Wir haben hier einmal das maximale Drehmoment praktisch, wo und an die Kupplung gehen darf anhand vom Gaspedal. Ja, hier sehen wir die 99,6%, das ist dann Gaspedal und hier ist die Drehzahl und haben wir das Drehmoment. So, ich lasse jetzt praktisch dem Auto frei ab 4000 Umdrehungen 950 Newtonmeter und dann bis er schaltet 1000 Newtonmeter, ja, lassen wir frei. Und dann gucken wir mal, was der nachher machen wird auf dem Prüfstand. Ja, das haben wir natürlich ein paar Mal hier, das Kennfeld. Das sind ein paar kleine Sachen von den Maximalbegrenzungsüberwachungen. Hier haben wir auch nochmal vom Pedal Drehungen, Begrenzungen. Die sehen dann so aus. Da ist die Stützstelle von den Drehzahlen etwas anders. Ja. Auch wieder hier auf 1000 Newtonmeter aufgemacht. Ja, dann was würde wichtig sein vielleicht hier? Vielleicht das hier, das sind die Hauptdrehmomentbegrenzungen, ja. Und da seht ihr, dass ich auch sanft ansteige. 3000 Umdrehungen, 3,5, 4, also 850 Newtonmeter und dann ab 5, 900 und dann halt oben raus, feuerfrei, wie sie es gehört. Hier sind Topspeed-Limiter, ja. Die heben wir natürlich auch ganz auf. Da habe ich jetzt auf 370 km/h, Serie ist 330, 370 wird das Auto auch definitiv nachher fahren. Ja, schneller wie 370 machen wir besser nicht. Ja, hier sind Drehzahlbegrenzungen. Dann haben wir hier die DTC-Tabelle, das heißt die ganzen Fehlerspeicher. Hier habe ich die Abgasklappensteuerung. Ja, da lasse ich den praktisch
im Sport-Plus-Modus 100% auf. Ja. Wie wir sehen, ist es da in Serie auch so bedatet, dass er erst ab einer gewissen Luftmasse unter der Last dann die Klappe 100% aufmacht. Und im Normalfall fährt das Auto in Serie eine Klappensteuerung so zwischen 30% und 50%. Und erst bei Vollgas, bei Sportplus macht es auf. Das machen wir komplett auf, somit wird das Auto auch im Stand etwas lauter. Ja. Klar, durch die Abgasanlage wird es halt noch etwas lauter. Wir deaktivieren auch hier in der Software den Partikelfilter und alles muss ausgemacht werden. Ja, hier haben wir maximale Füllung anhand von Ansauglufttemperatur. Und da sage ich dir mir jetzt hier bei 20 Grad darfst du 300% Last fahren, bis 60 Grad 300%. Und dann interpoliert er zwischen 60 und 80 Grad. Das heißt, sollte er einmal 80 Grad Ansauglufttemperatur erreichen, wird er obenrum nur noch 187% zulassen. Viele Tuner oder viele andere Kollegen, die machen das so, dass sie halt hier alles dann hochschreiben. Aber das wäre ja tödlich, weil bei 120 Grad Ansauglufttemperatur, voller Ladedruck, das sorgt für Zündaussetzer. Ja, maximaler Ladedruck steht hier. Das heißt, der absolute maximale Ladedruck würde ich jetzt zulassen, 2,1 bar. Wir müssen hier natürlich die Atmosphäre abziehen von ungefähr 1000. Das heißt, 2,1 bar werden wir zulassen und wir werden nachher fahren irgendwo 2 bar. Ich stelle das so immer ein auf 2 bar. Dann den Rest machen wir alles mit der Zündung, wenn wir dann die Loks machen. Ja, dann gehen wir mal weiter. Was gibt es hier noch Interessantes? Abgastemperatur, Lambda. Lambda-Bauteileschutz. So, dann haben wir hier, das ist sehr, sehr interessant, Klopfregelungseingriff auf maximal erreichte Füllung. Das heißt, in Serie, wie ihr seht, ist ja alles auf 1. Das heißt, das hat Porsche jetzt hier komisch bedatet. Ja? Weiß ich nicht, warum die das so gemacht haben, weil sie wahrscheinlich denken, dass egal welcher Sprit reinkommt, das Auto nicht klingelt in Serie. Aber wir sehen hier, in Serie, wenn das Auto 18 Grad oder auch 12 Grad Zündung zurücknimmt, würde er noch volle Leistung zulassen, ja, weil es ist ein Faktor. Faktor 1 bedeutet keine Rücknahme. Ja. So, das schreibe ich natürlich komplett um, weil ich will ja, wenn er anfängt zu klopfen, dass er die Leistung reduziert. Das heißt, ich habe jetzt bis 8 Grad Rücknahme keine Reduzierung und dann ab 9,9 Grad reduziere ich schon etwas runter. Und bei 12 Grad natürlich noch mehr. Somit verhindere ich einen Motorschaden. So, maximale Füllung ist hier noch. Maximales Drehmoment als Drehmomentbegrenzung. Und natürlich dann haben wir noch ein paar andere Sachen. Ein paar Schalterle, die wir noch umlegen. Hier ist das Zündwinkelkennfeld. Und hier können wir sehen, dass ich das jetzt so eingestellt habe, dass wir obenrum unter Volllast 30 Grad weiterhin fahren würden. 30, 31 Grad. In Serie wären das hier 26, dann sieht man, es geht auf 19 runter, dann 22, also da fehlt dann richtig Leistung. Und da das Auto ja sehr gut verdichtet ist, weiß ich, dass er nachher die 30 Grad locker fahren wird, wenn der Kunde natürlich guten Sprit getankt hat, das sehen wir dann. Und ja, eigentlich war es das schon. Dann warten wir, bis das alles fertig ist, spielen wir alles rein. Ich werde jetzt noch das Getriebesteuergerät rausmachen, weil das müssen wir natürlich auch noch programmieren für die maximale Leistung. Und dann gehen wir auf den Prüfstand, messen wir das Ding mal nach und dann gehen wir auf die Straße und checken mal 100 auf 200 und vielleicht 200 auf 300. Also, bis später. So, meine Lieben, ihr fragt euch sicher, Mensch, was macht denn der jetzt da hinten in dem Auto drin? Ja, und ich muss euch sagen, um da richtig Leistung zu holen, muss man natürlich das Getriebesteuergerät auch mitmachen. Und das mache ich hier gerade. Das Getriebesteuergerät sitzt hinterm Fahrersitz und ich baue das gerade aus. Dann stecken wir das an, lesen wir aus und dann machen wir ein bisschen Drehmomentbegrenzungen auf, ja, weil sonst komme ich da nicht auf meine gewünschte Leistung, ne? Das ist halt blöd. Deswegen müssen wir da Gas geben. So, da ist es. Getriebesteuergerät vom PDK. Sehr kleines Ding, sehr rechenfähig, made in Czech Republic. Jetzt schließen wir das mal an. Wie ihr seht, ist da ein ZF-Zeichen drauf, ja, weil das Getriebe ist von ZF bei Porsche und ZF ist halt geil, ne? Die PDKs von ZF, das ist bombastisch. Also, lesen wir es mal aus. Getriebesteuergerät, Porsche 902 Turbo S. Wir müssen das Ganze hier aufmachen, das ist Gott sei Dank nicht verklebt, ja, sondern nur mit 4 Schräubchen zugemacht. Dann komme ich nämlich hier auf die schöne Platine,
Auf diese Platine müssen wir jetzt ein paar Pins legen, weil wir müssen das booten, das Ganze. Ja? Dann schauen wir uns das mal hier an. Dann muss ich natürlich wissen, wo ich was anschließen muss. Wir machen das heute mit dem B-Flash-Tool. So, dazu wähle ich das Fahrzeug aus. Da gehe ich auf P wie Porsche. Dann habe ich hier das Getriebe. So, Bench-Protokoll. Boot-Protokoll. So. Dann gehe ich auf Help und jetzt sehe ich hier, wo ich was anschließen muss. Dann habe ich hier meine Stromversorgung und meine Can-Low-Can-High-Leitung, die ich anschließen muss als erstes. Das mache ich jetzt mal hier. Da sehe ich jetzt hier zum Beispiel, dass ich Plus hier unten habe. So, jetzt haben wir das und jetzt müssen wir natürlich booten. So, früher hat man ja da rangelötet alles, aber mittlerweile gibt es ja super coole Tools. Das sind solche Dinge, wo man die Stifte durchsteckt mit Spitzen vorne und dann kann man das direkt reinstecken. Tak, tak, tak. Wie, da gibt es doch dieses Spiel, Cisco, wie heißt das? Mikado, oder wie heißt das? Mikado ist dieses Stick, die man... Ja, genau, ich habe jetzt auch hier diese Sticks, die ich jetzt dann praktisch da drauflege. Ich habe Boot zweimal, das heißt, ich brauche jetzt hier das mit den Krokodilklemmen. Boot ist weiß, hier ist Boot. So. Dann habe ich hier meinen Mikado-Stift mit der Klemme. Klemme ich hier rein. Und dann schiebe ich das mal hier durchs Loch und versuche hier das zu finden. So, ich unterlege mir das mal ein bisschen, dass es ein bisschen höher kommt. Jetzt braucht man natürlich gute Augen, ne? Dass man da auch das Richtige trifft, gell? So. Dann das zweite kommt hier hin. Das ist natürlich auch gut. Dann verbinden wir das hier. Hier und hier. Dann brauchen wir einmal RST und JCP. RST ist pink und JCP ist braun. Boah, dieser Salat immer hier. Der Christian, der macht mir immer solche Racken. So, ob wir jetzt alles richtig haben, sehen wir, indem wir ID drücken und wenn wir eine ID bekommen, wissen wir, wir haben alle Pins richtig erwischt. So, er hat Prozessor gefunden, alles gefunden, zack, wir klicken auf Lesen und dann speichere ich hier 992 Getriebe, speichern und er liest. So, Software habe ich fertig, da muss man nicht viel machen, es geht etwas schneller von den Schaltzeiten, Kupplungsdrücke leicht angepasst und natürlich das Wichtigste, Drehungenbegrenzung aufgemacht. Ja, und Schaltzeit auch um 100 höher gesetzt. Das spiele ich jetzt hier rein, dann bauen wir das zurück, dann geht es schon weiter. So, meine Lieben, kommen wir zur Stunde der Wahrheit. Wir wiegen jetzt originale Abgasanlage und Titananlage von IPE. Also, ich stelle mich jetzt mal drauf. Ich habe normalerweise immer so um die 70 Kilo, wie wir jetzt sehen. Habe ich 70,2 Kilogramm, also 200 Gramm abziehen. Jetzt nehme ich mal die originale Abgasanlage in die Hand. Ja. Die ist schon sauschwer und stelle mich da jetzt mal drauf. Und dann habe ich jetzt, Moment, und dann habe ich jetzt 95,8. Dann wiegt das Ding 25,6 Kilogramm. Ja. So. 25,6 Kilogramm. Jetzt nehmen wir die Titanabgasanlage mit den 200 Zeller Downpipes und da in die andere Hand nehmen wir das auch und dann stellen wir uns mal drauf und wiegen jetzt, Moment, machen wir auf 0. Kilo, ja. Wir wissen, die andere war 25,6, fast 15,5 Kilogramm leichter. Das heißt, wir sparen 15,5 Kilogramm allein durch die Abgasanlage. 15,5 Kilogramm macht dann schon was aus von 100 auf 200, glaubt mir. Falls es euch interessiert, keiner kennt mich mit meinem richtigen Namen oder nur wenige. Ja? Alle sagen Jimmy zu mir. Das ist mein Rufname. Ja? Ich heiße eigentlich Przemek. Und richtig, im Pass steht drin
Przemysław. Ja, was ich euch hier noch zeigen wollte, was ich halt einfach brutal genial finde, da sieht man wieder Porsche, die Ingenieure, wie einfallsreich, wie geil die einfach sind. Ja? Also wir haben ja hier die normale Abdeckung. Ja? Wenn man fährt, wird hier die Luft praktisch reingedrückt, ja? Durch die Aerodynamik, es kommt ja alles vom Dach, wird hier reingedrückt, dann kommt es hier rein und jetzt kommt es, Achtung, hier haben wir den Ladeluftkühler, das heißt, hier kommt die Luft rein, der Ladeluftkühler wird gekühlt, ja? Dann ist hier eine Verbindung, hier bildet sich ein Sog, wo praktisch die Luft dann noch mit rauszieht. Das heißt, wir haben hier eine brutale Kühlwirkung und auch hierdurch, über hier diese seitliche Auslässe, geht es zum Luftfilterkasten, vom Luftfilterkasten zum Turbolader und der Turbolader pumpt es praktisch hier durch den Schlauch in den Ladeluftkühler und vom Ladeluftkühler zur Drosselklappe und Ansaugrohr. Also die haben praktisch zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Also über eine Öffnung kühlen die den Ladeluftkühler und holen sich praktisch die Frischluft, wo in den Motor rein muss. Respekt an Porsche. Jetzt bleibt für heute nur noch eins übrig. Wir wechseln die Luftfilter. Wir machen die originalen raus, machen zwei BMC-Filter rein. Dann lassen wir das Auto auf der Bühne, bis die Lader kommen. Wenn die Lader kommen, geht's weiter. So, für den heutigen Tag sind wir durch. Lader sind weggeschickt, alles erledigt. Und ich ruhe mich jetzt aus und warte in der Zeit auf die Lader. Alter, was ist los? Oh, wie spät? Oh, es ist fast 9.30 Uhr, Alter. Was hat man heute für einen Tag? Mittwoch. Oh, zwei Tage rum, Alter, was ist los? Weiße Paket für dich. Also, guck mal, was da Schönes gekommen ist, gell? Ein schönes Paket von TTE. Pünktlich. Zwei Tage später. Ne? Stellt euch mal vor, wir haben die Lader original hingeschickt. Es hat zwei Tage gedauert. Die Jungs haben alles gegeben dort. Und jetzt packen wir mal die modifizierten Lader aus. Wie ihr seht, perfekt verpackt. Ja? Schmeißfest verpackt. Da ist ein Lieferschein mit einem Wuchtprotokoll. Ja. Dann gucken wir mal da rein jetzt, wie die Dinger jetzt aussehen. Boah. Nummer 1. Und Nummer 2. Was haben wir denn hier? Gucken wir mal hier rein. Der Verdichter ist einfach mal ein bisschen größer gemacht. Ne? Man sieht, man hat auch hier ein bisschen aufgefräst. Dreht sich, streift nichts. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können einbauen. Ihr wisst ja noch, manchmal passieren da komische Sachen. Beim letzten Video vom Porsche 991.2 war ja so, dass die Abgasseite fest war. So, Abgasseite auch gemacht. Der Turbine von der Abgasseite auch größer. Alles größer gemacht. Ja, gut. Dann würde ich sagen, bauen wir die wieder ein. So, meine Freunde, alles ist drin, alles ist verbaut. Wir starten jetzt das erste Mal das Auto. Das Ding läuft, ja. Wir gucken jetzt nochmal von unten alles an, ob alles dicht ist, ob was tropft. Und dann geht es direkt auf den Prüfstand. Jetzt auf den Prüfstand und messen. Natürlich sind wir wieder hier beim Asim hier in der Werkstatt. Hallo Asim, ich grüße dich. Wie geht's heute? Gut, super. Ja, es geht ihm super. Gestern haben wir bei Ihnen hier ein Auto gemessen, ein Porsche 991.2 Turbo S. Das war bis jetzt das stärkste Auto hier auf seinem Prüfstand. Was hast du gemessen? Knapp 1100 PS.
und 1450 Newtonmeter. Ah, 1450 Newtonmeter. Heute haben wir den wunderschönen 992 Turbo S hier aussehen. Wir messen den jetzt, blasen da hinten ein, sprühen ein bisschen auf den Laufkühler. Heute ist wieder heiß und dann guck mal, was da rauskommt. Ah, 2,2 PS. Paragraph 49, der TÜV-Prüfer ist da. Paragraph 49 Absatz 2, 21 StGB RO. Haben wir. Oh, 91, 91, 91. Jetzt gucken wir mal, der Achim fährt da schon mal rein. Achim, fahr mal rein. Also, das wird doch passen. Als Albaner heißt er Asim und als Deutscher ist es der Achim. Achim, fährst du das Ding jetzt mal rein, Kerle? Und das ist sein Bruder vom TÜV, der Rudolf. Erster Testlauf läuft jetzt. Wir kühlen hier ein bisschen. Wir haben draußen 30 Grad. Wir haben Gebläse, weil der Ladeluftkühler oben hat. Ein bisschen Wasser dazu, weil sonst wird alles zu warm. Gleich nochmal mit Loks, weil ich ja sehen muss, was genau passiert. Erste Messung hat ergeben 889 PS und 1121 Newtonmeter. Ja? So, wir haben jetzt hier drin gefühlt 40 Grad. Ja? So, also, meine Freunde, Asim ist fertig mit dem Messen. Wie ihr seht, haben wir da kräftig im Gebläse rein, weil sonst wird es einfach zu warm geworden. In einem Raum war es echt über 40 Grad schon. Aber nichtsdestotrotz kann ich euch sagen, dass wir eine Leistung haben von 938 PS. Ja, man sieht es hier, 938 PS und ein Drehmoment von 1164 Newtonmeter. Ja, das ist eine Ansage, sage ich euch. Das ist brutal. Von den Loks her ist auch alles picobello. Wir haben praktisch immer so 2-bar Ladedruck. Bei Drehzahlende, also so bei 6900 Umdrehungen, haben wir immer noch 2,1-bar Ladedruck. Ja. Lambda von 0,82. Zündung nimmt uns hier ein bisschen zurück. Ja. 6 Grad auf einem Zylinder, da ist aber noch schlechter Sprit drin. Ja. Da machen wir jetzt gleich Aral 102 rein. Und wenn er da jetzt die Zündung nicht zurücknimmt, dann sind es easy nochmal 20, 30, 40 PS mehr. Ja? Von daher, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Wir gehen jetzt mal checken. 100 auf 200 bin ich echt gespannt. Und dann schauen wir weiter. 100, 200. Also ich muss schon sagen, gell? Wenn man halt in so einem Porsche hockt, da fühlt man sich einfach wohl. Pudelwohl. Natürlich in einem Mercedes oder BMW auch, aber ein Porsche ist halt. Ich weiß nicht, wer immer so ein Ding fahre ist, der sagt halt das gleiche wie. So, wir sind unterwegs auf die Autobahn. Wie ihr hört, sehr, sehr lautes Ding. Ja, also Auspuff ist Bombe. Ja. Gucken wir mal, wie er knallt. Nice.
290. Das geht so schnell auf 290. So, meine Lieben, ein langer Tag geht zu Ende. Wir machen Feierabend, wir fahren das Auto noch rein. Morgen wird es noch sauber gemacht und dann geht es zurück an den Kunden. Ich muss sagen, ich bin selber positiv überrascht von den Zeiten. Also 0 auf 100, ich war dann alleine im Auto. Das heißt, ich habe den Cisco raus aus dem Auto und habe das nochmal alleine probiert auf der Autobahn. 0 auf 100, 2,46 Sekunden, allerdings leicht durchdrehende Räder. Ich habe Traktionskontrolle nicht ganz ausgehabt, weil ich ein bisschen Respekt habe vor dem Auto. Ja, dann bin ich gefahren 100 auf 200 in 4,25 Sekunden. Ja, also das müsst ihr euch mal vorstellen, 4,25, wenn ein GT2 RS eine 5,5 Sekunden fährt. Das heißt, ihr fahrt 1,25 Sekunden schneller, ja, wie so ein GT2 RS mit dem Auto. Und die 200 auf 250 waren es in 3,2 Sekunden. Das ist auch sehr, sehr schnell. Ja, knapp 940 PS. Tolles Auto. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. So, also der Hobel von 100 auf 200 macht das hier. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ihr wisst, wo entwickelt wird, wo auch viel Leistung rausgeholt wird, passiert auch manchmal was. Und ich weiß jetzt, Stand heute zum Beispiel 950 bis 980 PS sind bei dem Motor bedenkenlos, weil er natürlich anders verdichtet ist wie der Vorgänger. Ja, hat natürlich viel größere Lader, ist halt etwas anders von der Komponente. Und bis jetzt in Abu Dhabi, egal wo wir die Dinger gemacht haben, 950 PS. Alles easy, alles gehalten bis jetzt, ja. 365 bis 370 km/h. Mit 900 PS? Mit Sicherheit. Also wer mein altes Auto kennt, mein Vorgänger Turbo S, ich habe da knapp 1000 PS gehabt und ich war ja da auf Race 1000 Event und da habe ich bestimmt an einem Tag 60 Launch Controls gemacht, ja. Und bin dann wieder nach Hause gefahren. Also ZF hat viel Potenzial und viel Luft nach oben. Endgegner sage ich, klar, wenn so ein Nissan GT-R kommt mit 1500 PS, wo der Kunde 200.000 Euro ausgegeben hat fürs Getriebe, für Motor und für alles, ja, da sage ich, sonst gibt es eigentlich nicht viel, was da hinterherkommt. Preis-Leistung sowieso nicht, Alltagstauglichkeit erst recht nicht, weil man vergleicht dann so einen McLaren 720S oder 765 und die Dinger kannst du halt im Alltag nicht wirklich fahren. Ja, so ein Porsche kannst du auch mal deiner Frau geben zum Fahren, die kann das Ding genauso bewegen, kannst du eine Oma geben, die kann auch auf Drag Race gehen, die kann keine Fehler machen, Vollbremse, Vollgas, geradeaus, fertig. Ja, also sage ich, für mich gibt es nichts Besseres wie Porsche 992 Turbo S momentan.